Also Freunde, es fühlt sich langsam schon wieder so an, wie zu den Dragon Ball Super Zeiten. Ich habe heute ein Video hochgeladen und zwar zu dem Thema des neuen Dragon Ball Anime, denn Dragon Ball Heroes wird als Anime kommen. Die nächsten Tage werden nochmal neue Informationen rauskommen, da werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Checkt auf jeden Fall das Video ab, falls ihr noch nicht getan habt, aber heute geht es mal wieder um den Dragon Ball Super 2018 Film gegen den mysteriösen Saiyajin, wenn man so sagen möchte. Und DiviJump zeigt uns weitere Designs zu diesem Film. Eins, was wir schon kennen, eins, was neu ist oder mehrere, die neu sind. Und ja, ich wollte mal ein bisschen drüber reden, weil ich das doch so interessant finde. Denn das sind die Shentani-Designs. Das ist der neue Charakterdesigner für den Film. Yamamoto wird höchstwahrscheinlich, also Yamamoto ist der, der bei Dragon Ball Super das Ganze gemacht hat. Der wird höchstwahrscheinlich bei Dragon Ball Heroes mit involviert sein. Deswegen hat man hier die Teilung gehabt von den beiden. Aber fangen wir an. Und zwar das, was ich als allererstes sagen muss. Das ist das Allerwichtigste. Kennt ihr das aus Dragon Ball, wenn Vegeta damals so ultra arrogant und sauer war und genau dieses Gesicht? Schaut euch sein Gesicht an, seine Stirn, seine Pose. Es ist genau dieser Vegeta, der immer angepisst war. Aber nein, ganz im Ernst, man merkt einfach wirklich, dass hier so viel Manga-Liebe drinsteckt. Wir merken wirklich, dass hier sehr, sehr viel Manga-Referenzen drinstecken, dass man versucht hat, den alten Toriyama-Style zu catchen. Denn wenn man sich wirklich mal Colored-Bilder ansieht vom Manga, dann sieht man wirklich sehr, sehr stark, dass Shentani unglaublich versucht, diesen Son Goku nachzuempfinden. Wir sehen auch hier nochmal das... Wir sehen auch hier nochmal Goku von vorne, von hinten und von der Seite. Wir sehen auch hier wieder, wie gesagt, dass es einfach der Manga Son Goku ist. Mir persönlich gefällt das Design. Ich finde das alte aber auch gut. Kommt halt darauf an, welche Szenen man hat. Denn das Design hier, was wir auch im Trailer gesehen haben, das verleiht uns halt die Möglichkeit, flüssige, also sehr flüssige Animationen zu machen, die auch sehr, sehr krass über die Stränge gehen können. Also die sehr, sehr lang sind, sehr, sehr krass sind. Und der andere Artstyle aus Dragon Ball Super, der war am Ende richtig gut. Und wenn er mal auf die Kacke gehauen hat, dann war der Artstyle unglaublich. Also ich habe auch so ein Bild gesehen auf Twitter. Ich werde den User verlinken. Ich fand das ganz lustig, deswegen habe ich das mit reingepackt. Auf jeden Fall sehen wir hier so ein Bild, wie natürlich ein bisschen über den Son Goku aus Dragon Ball Super gebasht wird. Und die Sache ist ja die, wenn Dragon Ball Super nicht gut aussieht, dann ist es immer so, dass der Son Goku auch nicht gut aussieht. Deswegen muss man einfach sagen, dass manche Szenen merkwürdig waren. Wenn aber Dragon Ball Super gut aussah, zum Beispiel zu den Takahashi-Zeiten oder allgemein in Turnier der Kraft, dann sah auch der Goku sehr, sehr gut aus. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass der eine Artstyle besser ist als der andere. Ich finde nur, beide haben auf jeden Fall ihre Vorteile. Wir haben halt hier das rechte zum Beispiel mit dem animationsfreundlichen, mit den Muskeln, die auch richtig nachgeahmt werden quasi, mit den Haaren, die auch richtig dem Wind, sage ich mal, entgegengehen und die nicht quasi so steif sind, wenn man so sagen möchte. Aber wie gesagt, das ist halt wieder dieses Gebäsch, aber wenn Dragon super gut aussieht, dann haben wir gesehen, im Tunnel der Kraft sieht es wirklich sehr, sehr, sehr gut aus, muss man hier einfach sagen. Aber kommen wir zurück zu den Scans, zu den Charakterdesigns, und zwar haben wir hier Vegeta mit einer schwarzen Rüstung, sag ich mal, also schwarzen Anzug. Aber ich denke, das liegt am Scan. Ich denke, Vegeta wird dann auch im Film eine blauen Anzug anhaben, einen sehr, sehr knalligen blauen Anzug haben, weil das spricht auch ein bisschen mehr dafür, was wir gesehen haben, weil wir sehen ja hier den Goku zum Beispiel, und wenn wir den Goku hier mit dem aus dem Trailer vergleichen, sehen wir, dass der aus dem Trailer ein bisschen farbenfroh ist. Deswegen denke ich auch, Vegeta wird dann im Endeffekt einen blauen Anzug haben, also knalligen blauen Anzug haben. Kann natürlich auch anders sein, aber ich denke, dass es schon Sinn macht. So, die Frage bleibt natürlich, bei dem Super Saiyajin, warum sind die in Super Saiyajin? Also, rein marketingtechnisch sind wir momentan in einer sehr, sehr frühen Phase des Films, also von der Promo-Phase. Deswegen ist es natürlich klar, dass man sowas wie ein Ultra Instinct oder ein Super Saiyajin Blue Evolution nicht vorher zeigen würde. Also, das wird noch kommen. So, aber man muss auch ein bisschen einhaken und sagen, okay, lass uns doch mal nachdenken. Vielleicht kommt es natürlich dazu, dass der Kampf gegen den Saiyajin eventuell ein Kampf ist, wo der Saiyajin nicht so stark ist. Also ich spreche es hier an, ich kann mir das Ganze aber auch genau andersherum vorstellen. Vielleicht ist es wirklich so, dass dieser Saiyajin am Anfang der Anfangskampf ist, der nicht so stark ist, der gegen Super Saiyajin Goku oder Vegeta verliert und dann quasi erzählt, was mit ihm passiert ist und der Gegner ein ganz anderer ist. Aber denkt bitte ganz, ganz stark daran, dass es nur Spekulation ist. Es kann sein, dass der Saiyajin wirklich der Endgegner ist und. Ist nur eine Sache. Aber ich denke auf jeden Fall, dass der Film mit dem Super Saiyajin anfangen wird, weil wir sehen, dass das Design, also Shentani, auch das Ganze so strukturiert, dass er quasi eine Hommage an das alte Manga-Werk von Toriyama schaffen möchte. Also möchte quasi seine Liebe ein bisschen zeigen dazu. Deswegen macht es einfach Sinn, so einen Dragon Ball Film, der quasi so mit Liebe für den Originalmanga ist, mit dem Super Saiyajin anfangen zu lassen. Macht einfach Sinn, aber ich denke, auch weil es ein Film ist, der als Dragon Ball Super gelabelt worden ist, muss man eventuell doch den Ultra Instinct auspacken. Und ganz ehrlich, wenn wir dann im Winter im Kinosaal sitzen und dann die legendäre Musik ertönt und Goku im Ultra Instinct zurückkommt, dann wird doch jeder absolut durchdrehen. Und
Deswegen denke ich, wird es auf jeden Fall passieren. Wie, ist nochmal die Frage, aber ich denke schon, das macht auf jeden Fall Sinn, dass man das mehr oder weniger so verpacken wird. So, kommen wir zu Piccolo. Piccolo ist recht stunny, also ich finde gerade bei Piccolo sieht man keinen großartigen Unterschied. Seine Hose ist vielleicht ein bisschen mehr, also hat mehr Knicke drin, sagen wir es mal so. Ist aber interessant, Piccolo ist ein Charakter, der von den Z-Fightern, jetzt abgesehen von Beerus und Whis, gezeigt worden ist, nämlich als drittes. Und da stellt sich natürlich die Frage, Piccolo, mein Boy, könntest du vielleicht eine Art Comeback bekommen? Was könnte mit ihm sein? Zarama ist natürlich noch im Spiel, der Drachengott, der Erschaffer der Super Dragon Balls. Nachdem man die Super Dragon Balls jetzt zum zweiten Mal benutzt hat, wäre es natürlich eine Idee, den vielleicht mit zu involvieren. Also Zarama ist auf jeden Fall jemand, den man, wie gesagt, mit einpacken könnte. Toyotaro könnte auch mal ein bisschen mit reinspielen, denn wir haben zum Beispiel in Dragon Ball F so gehabt, dass Goku quasi mit den Schattendrachen trainiert hat, um den Super Saiyan 5 zu erlangen. Und dann könnte man eine Brücke schaffen, wo Goku mit Zarama trainiert. Rein hypothetisch gesehen. Aber warten wir mal ab, was mit Piccolo sein wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er dann quasi für einen Teil in diesem Film mit reinspielen wird. Beerus und Whis sind recht Standard. Also wir sehen hier, dass sie nichts Besonderes mit sich birgen oder so. Beerus könnte vielleicht dabei sein, weil er halt damals mit der Dinosaurier auch ein bisschen gechillt hat. Deswegen könnte man vielleicht so in der Art was verpacken, dass man halt quasi zeigt, was Beerus damals getan hat. Also wir wissen ja, dass der Film in der Vergangenheit und in der Zukunft spielen wird. Deswegen haben wir hier da sehr viele Sequenzen. Und abgesehen von den Saiyajins, vielleicht sehen wir sogar eine Sequenz von Beerus damaligen Leben. Wäre eine coole Idee, wie ich finde. Wenn Beerus dabei ist, ist Whis dabei, deswegen denke ich mal nicht, dass da etwas Großartiges sein wird. Aber eventuell kriegen wir einen kleinen Engel-Snap, dass da irgendwas passiert, sage ich mal. Dass er Daishinkan das Ganze beobachtet oder irgendwie sowas in der Art. Fände ich sehr interessant. Wir haben ja zum Beispiel in Resurrection of F, das glaube ich, oder in Battle of Gods, einen sehr, sehr dunklen Whis-Shot gehabt damals. Deswegen sowas in der Art könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Aber um das Ganze nicht unnötig in die Länge ziehen zu lassen, wir haben es hier, wir haben die Designs, wir haben den Dragon Ball Super Film, wir haben Dragon Ball Heroes, was dann als Anime kommen wird. Man wird den Dragon Ball Heroes Universal Mission Arc adaptieren. Der Dragon Ball Super Manga kommt auch bald und ihr werdet auf jeden Fall bei allem auf dem Laufenden gehalten. Deswegen lasst ein Abo da, falls ihr es getan habt und einen Daumen nach oben auf den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ich bin damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir unbedingt eure Meinung zu den Designs von den Charakteren in die Kommentare und was denkt ihr neben diesen Charakteren? Welcher Charakter könnte in dem Film noch eine große Rolle spielen? Würde mich da auch sehr, sehr interessieren. Ich bin damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, bis dahin, haut rein!